Man, heute ist die erste Premierung bei der schönsten Aufladung der Schweiz. Ein unglaubliches und wunderbares Gemeinschaftsprojekt, der vor einigen Monaten begann und nun umgesetzt wird. In Gitterchor und schön verziert sind Baumnüsse auf dem Gestell drapiert. Fleisch kannst du kaufen und auch Käse. Es hat alles, von Rezent bis Res. Der schönste Hofladen der Schweiz heisst Landleben, Bützberger Bauernladen und ist ein Herzensprojekt von der Bäuerin Katrin Merki und ihrer Familie. Herzliche Gratulation! Colette Bassler, du warst auch in der Jury für den besten Hofladen von 2019. Und die Familie Merki war ja die Gewinnerin, die Gewinnerfamilie. Was ist an ihrem Hofladen so besonders? An ihrem Hofladen ist besonders, dass man wirklich merkt, dass es so ein Hofladen ist, der mit viel Liebe betrieben wird, mit viel Liebe eingerichtet worden ist. Und es hat so wie einen roten Faden durch alles, was sich durch alles durchzieht. Mit ihrem Marketingkonzept, das sie haben, mit ihrem Huhn, das sie haben als Logo, das überall drauf ist. Angefangen vom Hühnerwagen, der draussen steht, in der Weide, wo sie ihre Freilandhühner haben. Nachher über den Eingang vom Hofladen, über die Etikette, wo das Huhn auch drauf ist, mit dem Namen Landleben. Und wie ihr ja gesehen habt, jetzt hier bei der Prämierung, alle haben die gleichen Kleider an, wo auch das Huhn drauf gesteckt ist. Also es zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch alles durch. Es ist auch gesagt worden, dass es viel Aufwand ist, so einen Hofladen überhaupt zu betreiben. Lohnt sich denn das überhaupt? Ich denke, es lohnt sich schon, aber es ist sicher etwas, wo man wirklich mit Leidenschaft machen muss und mit Liebe machen muss. Das hat man auch gemerkt. Ich denke, unter den 10, die jetzt heute prämiert worden sind und geehrt worden sind, sind ausschließlich sättige Familien, die Hofläden betreiben, die sie mit Leidenschaft betreiben und das merken.